Bei den Tausenden von Spielen, die jährlich ihren Weg auf Steam finden, liegt es nur in der Natur der Sache, dass auch die eine oder andere Niete dabei ist. Veraltete Grafik, grauenhaftes Gameplay und faires Geschäftsmodell. Es gibt viele Gründe, warum ein Titel bei den Käufern durchfällt und dann in den finsteren Tiefen des Shops verschwindet. Wir wollen uns heute aber mal bewusst mit diesem spielerischen Bodensatz beschäftigen. Daher haben wir die Datenbanken durchforstet und präsentieren euch die Top 10 der am schlechtesten bewerteten Spiele auf Steam. Einziges Kriterium: Die Kandidaten müssen mindestens 300 Nutzer-Reviews vorweisen können. Aller guten Dinge sind drei. Daher starten wir unsere Liste direkt einmal mit einem Trio im Schnelldurchlauf, das sich mit jeweils 80% negativen Reviews den 10. Platz teilt. Da wäre zunächst einmal Gasp, eine Art Weltraum-Walking-Simulator, in dem ihr als gestrandeter Astronaut stumpf über einen leeren Planeten wandert. Die Grafik ist schlecht, es gibt keinerlei Interaktion und ihr leidet dauernd unter Sauerstoffmangel und Asteroidenbeschuss. Sterbt aber nie. Sonst hätte das Leid ja auch viel zu früh ein Ende. Weiter geht's mit dem Space-Adventure Kinetic Void, wo ihr euer eigenes Raumschiff zusammenbaut und damit die Galaxie erkundet. Die wird sogar prozedural generiert, bietet euch also bei jedem Spieldurchlauf eine neue Herausforderung. Aufgrund der miesen Steuerung und der zahlreichen Bugs ist aber wohl schon ein Durchgang mehr als genug. Und schließlich wäre da noch Lords of the Black Sun, ein Strategiespiel, in dem ihr fremde Planeten kolonisiert und euer eigenes Imperium aufbaut. Obendrein erwartet euch ein rundenbasiertes Kampfsystem. Dummerweise haben die Entwickler frühzeitig die Arbeit eingestellt, sodass ihr Machwerk trotz eines Preises von ca. 30 Euro beinahe unspielbar ist. $0.99 für ein Survival-Adventure? Was soll da schon schiefgehen? Ziemlich viel offenbar, wie The District eindrucksvoll unter Beweis stellt. Das Spiel kommt bereits mit einer völlig abstrusen Geschichte daher. In einem alternativen Universum wurde Russland von einer mysteriösen Seuche befallen. Da die Wissenschaft auf diese keine Antwort parat hat, entschließt sich die Regierung für eine so simple wie geniale Lösung. Alle Infizierten werden einfach in die eisigen Weiten Sibiriens verbannt, wo sie dann auch noch als Teil einer Reality-TV-Show gegeneinander antreten. Ihr seid einer der Kandidaten und müsst nun ums Überleben kämpfen. Dafür schlagt ihr euch durch eine verschneite Open World, sammelt Waffen und sucht nach einem sicheren Unterschlupf. Angeblich. Denn die Versprechungen der Entwickler sind, ebenso wie die eingangs erwähnte Handlung, ein echter Witz. The District hat nicht einmal die Bezeichnung Spiel verdient. Es handelt sich einfach nur um die Kopie eines Asset Packs aus dem Unity Store, und zwar keine gute. Das Machwerk ist von massig Fehlern geplagt, es gibt absolut kein Gameplay, nicht mal die Mühe eines Menüs haben sich die Entwickler gemacht. Alles in allem einfach nur ein wirklich mieser Cash Grab. Dwarf Fortress im Weltraum. So umschreibt ein Steam-User Space-Based DF9 eine Aufbausimulation von Double Fine Productions. Hier errichtet ihr eine eigene Station im All und macht sie euren Bewohnern möglichst gemütlich. Etwa durch den Bau von Gärten, Bars oder Laboren. Die entsprechenden Ressourcen müsst ihr farmen, zum Beispiel indem ihr Asteroiden abbaut. Hin und wieder gilt es auch Zufallsereignisse wie Space-Piraten-Angriffe zu meistern. Klingt alles in allem nicht verkehrt, auch der Artstyle ist top, weshalb viele Spieler sogar offen zugeben, dass sie mit dem Titel durchaus Spaß hatten. Das Problem? Die Macher mussten irgendwann, wohl aufgrund finanzieller Probleme, die Entwicklung des Spiels einstellen. Es gab noch ein finales Update, seitdem liegt der Titel brach. Entsprechend strotzt er vor fehlenden Features und KI-Aussetzern. Spacebase steckt quasi auf ewig im Alpha-Stadium fest, wird aber als fertiges Spiel in den Schaufenstern angeboten. Immerhin, Double Fine Productions haben den gesamten Code des Spiels veröffentlicht und Moddern so die Chance gegeben, weiter daran zu arbeiten. Ob sie damit aber jemals ansatzweise fertig werden, darf angezweifelt werden. Peter Molyneux dürfte wohl vielen Leuten ein Begriff sein. Mit Titeln wie Dungeon Keeper oder der Fable-Reihe prägte der beinahe legendäre Game Designer die Spieleszene maßgebend mit. Allerdings kann auch einem so großen Namen durchaus mal ein Ausrutscher unterlaufen. So geschehen im Falle von God of Wars, dem bis dato letzten Werk von Molyneux' eigenem Studio 22 Cans.
Das basiert auf Goddess, einer 2013 veröffentlichten Göttersimulation, die als spiritueller Nachfolger zum Spieleklassiker Populous gilt und stellt ein Echtzeit-Strategiespiel mit starkem Kampffokus dar. Ihr übernehmt die Kontrolle über eine von vier Gottheiten und breitet euren Einfluss über alle sieben Kontinente aus. Entweder mit Hilfe mächtiger Armeen oder eurer übermenschlichen Kräfte. Dumm nur, dass God of Wars nicht wie geplant als kostenlose Erweiterung, sondern als Standalone veröffentlicht wurde. Zudem gestaltet sich das Spielprinzip unglaublich anspruchslos, es gibt nur wenige Inhalte, dafür aber eine aggressive Monetarisierung. Zu allem Überfluss wurde die Entwicklung mittlerweile scheinbar eingestellt. Somit wird es der Titel, trotz großer Versprechungen seitens Molyneux, wohl nie über den Early Access Status hinaus schaffen. Lieutenant Borden. Auf Platz 6 schafft es ein Titel, dessen Release gar nicht mal so lange zurückliegt. Left Alive erschien nämlich gerade erst am 5. März 2019 und hatte mit Square Enix sogar noch einen namhaften Entwickler und Publisher am Rücken. Wirklich gebracht hat das dem Survival-Action-Shooter allerdings nichts. Anders als geplant wurde das Spiel kein neues Metal Gear, trotz Mitwirken einiger ehemaliger Serienschöpfer, sondern der lebende Beweis dafür, dass auch große Produktionen mal ordentlich in die Hose gehen können. Die Geschichte, die euch ins kriegszerrüttete Novoslava des Jahres 2127 versetzt, ist mehr als dürftig. Da hilft es auch nichts, dass ihr gleich drei Protagonisten zur Auswahl habt. Zudem sind die Kämpfe, in denen ihr gegen gepanzerte Truppen und haushohe Kampfroboter antretet, mehr schlecht als recht. Die Shooter-Abschnitte sind furchtbar umgesetzt, das Stealth-System unausgereift. Es gibt nicht einmal eine Option, mit der ihr Gegner lautlos ausschalten könnt. Darüber hinaus bemängeln Spieler das monotone Leveldesign, die hässliche Grafik und schlechte Performance. Das war den Machern offenbar so peinlich, dass die Streaming-Funktion von Left Alive in Japan zwischenzeitlich deaktiviert wurde. Looks like I made it out all right. I better hurry up and find the Ruthenian army. Gideon hat uns schon wieder einen gebührenden Empfang verweigert. Commander, kümmern Sie sich freundlicherweise um diesen Abschaum. Die Command & Conquer-Reihe hatte es in letzter Zeit wirklich nicht einfach. Ein neues Hauptspiel lässt schon ewig auf sich warten. Als sich das 2018 angekündigte Rivals als Mobile-Ableger entpuppte, kam das bei den Fans entsprechend alles andere als gut an. Und nun findet sich der bislang letzte PC-Ableger Tiberian Twilight auch noch in unserer Top 10 der schlechtesten Steam-Spiele wieder. Eigentlich schade, schließlich sollte der Titel den fulminanten Abschluss der Tiberium-Saga darstellen. Dass daraus nichts wurde, das haben sich die Entwickler allerdings selbst zuzuschreiben. Zwar bietet C&C4 immer noch zwei Kampagnen, in denen ihr versucht, die Vernichtung der Erde zu verhindern, das Spielprinzip wurde im Vergleich zu den anderen Serienablegern aber vollständig umgekrempelt. Die Echtzeitstrategie verabschiedet sich von bekannten Features wie Ressourcensammeln und Basisbau. Zudem wird ein Sieg nun nicht mehr durch Vernichtung des Gegners errungen, sondern durch die Übernahme bestimmter Knotenpunkte auf der Karte. Auch das Errichten riesiger Armeen, für viele Spieler der größte Reiz der RTS-Serie, ist aufgrund eines Einheitenlimits nicht mehr möglich. Verständlich, dass sich so viele langjährige Fans vor den Kopf gestoßen fühlten und den Titel mit schlechten Bewertungen abstraften. Eine riesige Armee hat sich vor euren Burgtoren versammelt und bereitet sich nun auf den Angriff vor. Das ist nur eins von vielen Szenarien in Citadels, einem mittelalterlichen Aufbaustrategiespiel rund um die Artus-Saga. In dem Titel des Entwicklerstudios Games Distillery durchlebt ihr diverse historische Events aus dem Leben des legendären Königs von England. Hier und da bekommt ihr aber auch die Chance, Geschichte neu zu schreiben. Insgesamt erwarten euch zwei Kampagnen, in denen ihr euch für einen guten sowie einen schlechten Pfad entscheiden könnt. Dazu baut ihr Festungen, bildet Einheiten aus und wehrt Horden einfallender Gegner ab. Auch Ressourcenmanagement und Infrastruktur sollen eine Rolle spielen. Die Grafik stammt allerdings eher aus dem Jahr 2003 statt 2013. Das Balancing ist fernab von Gut und Böse, aufgrund fehlender Erklärungen und Tutorials müsst ihr euch einen Großteil des Spiels selbst zusammenreimen. Als Krönung des Ganzen leidet Citadels auch noch unter regelmäßigen Abstürzen, sodass einige Spieler nicht mal über das vierte Level hinauskommen. Der erste Podiumsplatz geht an Flatout 3, das wohl perfekte Beispiel dafür, wie man eine beliebte Serie gekonnt an die Wand fährt. Erfreute sich der zweite Ableger der Rennspielreihe noch enormer Beliebtheit,
fällt das User-Feedback zu Teil 3 namens Chaos and Destruction katastrophal schlecht aus. Gerade einmal 12% aller Spieler hinterließen eine positive Bewertung. Woran das liegt? Am Umfang jedenfalls nicht. Der Action Racer setzt euch in das Steuer diverser Monster Trucks, Offroader und Rennwagen. Mit denen könnt ihr euch auf über 60 Strecken in insgesamt 9 Spielmodi messen. Das wesentlich größere Problem stellt, zumindest laut Fans, stattdessen der neue Entwickler dar. Die bisherigen Macher, Bugbear Entertainment, mussten dieses Mal Team 6 Studios weichen. Damit war dann wohl auch jeglicher Spielspaß dahin. Grafik, KI und Soundkulisse sind unterirdisch. Dazu kommen die schwammige Steuerung und das Fehlen eines Karrieremodus. Im Zentrum der Kritik stehen allerdings die Crashes, die die Flightout-Serie erst so beliebt gemacht haben. Die Physik-Engine ist im dritten Teil einfach nicht sonderlich gut gelungen, sodass beim Verschrotten von Karossen und Kulissen nie so wirklich Spaß aufkommen mag. Die Silbermedaille in unserem Ranking sichert sich der Game Tycoon 1.5, der euch mit einem Augenzwinkern ins Business der Spieleentwicklung entführt. Ihr erlebt quasi die Anfangsphase der Branche am eigenen Leib mit, als ihr im Jahre 1982 euer eigenes Studio gründet und versucht, die Gaming-Szene langfristig mitzuprägen. Das Spiel versteht sich dabei als Wirtschaftssimulation, in der ihr euch gegen die Konkurrenz durchsetzen, Publisher zufriedenstellen und auf euer Budget achten müsst. Dazu gibt's 11 Missionen inklusive Tutorial und eine Grafik im charmanten Cartoon-Stil. Vielleicht hätten die Macher aber etwas mehr Ahnung von der Materie haben sollen. Dann wäre aus ihrem Titel vielleicht etwas halbwegs Ansehnliches geworden. In seinem aktuellen Zustand ist der Game Tycoon 1.5 allerdings eine ziemliche Zumutung. Es gibt keine wirklichen Menüs, sondern nur Locations, die ihr zu Fuß besuchen müsst. Ihr wollt wissen, wie es um eure Finanzen steht? Viel Spaß bei einem Spaziergang durch die halbe Stadt. Hinzu kommen eine schlechte Synchro, ein unhandliches User-Interface und fehlender Tiefgang, die den Titel insgesamt zu einer eher unbefriedigenden Spielerfahrung machen. Hattet ihr schon immer einmal den Traum, auf einem Airport zu arbeiten? Nein? Nun, der Flughafensimulator 2014 gibt euch trotzdem die Möglichkeit dazu. Im Titel des deutschen Entwicklers UIG Entertainment, Schöpfer weiterer Perlen wie des Berufsfeuerwehr- oder Forstwirtschaftssimulators, erwarten euch dröhnender Turbinenlärm, Kerosingeruch und ein packender Arbeitsalltag. Sagt zumindest die Beschreibung. Sogar etwas Erotik soll das Spiel laut Tags vorweisen können. Wirklich sexy präsentiert sich der Simulator dann am Ende aber doch nicht. Viele der beworbenen Aufgaben, etwa Management- oder Wirtschaftsoptionen zum Flughafenausbau, sind gar nicht im Spiel enthalten. Eigentlich seid ihr die ganze Zeit nur damit beschäftigt, Flugzeuge abzufertigen. Dafür kutschiert ihr Fahrzeuge wie Tanklaster oder Schlepper durch die Gegend oder wartet einfach nur darauf, dass etwas passiert. Dazu kommen eine fürchterliche Soundkulisse sowie diverse Abstürze und Bugs. Mag also sein, dass der Airport Simulator 2014, wie von den Entwicklern angepriesen, das damals detaillierteste virtuelle Flughafenumfeld zu bieten hatte. Ein gutes Spiel ist er deshalb aber noch lange nicht geworden. Was haltet ihr von unserer Top 10 der schlechtesten Steam-Spiele? Haben es einige Titel zu Unrecht auf die Liste geschafft? Oder haben wir vielleicht sogar noch andere Negativ-Highlights vergessen? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns auch gerne ein Abo und ein Like da. Und besucht uns auf pcgames.de für weitere News und Specials rund ums Thema Videospiele.